So, liebe Freunde, The Crazy Wanderer sind wieder unterwegs. Heute sind wir in Tecklenburg. Das Wetter ist scheiße. Hat die ganze Zeit auf dem Weg hierhin geregnet. Deswegen haben wir uns entschlossen, die normale Kamera erstmal im Auto zu lassen, weil die ist nicht wasserdicht. Und ja, deswegen nur eine kurze Einführung. Ich denke, in 2 Wochen, in 3 Wochen, nächste Woche sind wir in der Türkei, machen da ein paar Sachen. In 2, 3 Wochen haben wir dann wieder ein paar neue Videos und dann sind wir wieder ganz normal dabei. So. Beginnt die Sommerzeit. Genau. Also, sorry, aber ja. In 2, 3 Wochen geht es dann wieder weiter. Bis dann. Tschüsschen. Ja, wir haben trotzdem Spaß hier. Hier ist ein kleiner Turm. Wir wollten rein, aber wir kommen nicht rein. Naja. Kommen wir nicht rein, kommen wir wieder mal rum. Ja, lass uns einmal rumgehen. Komm, wir zeigen euch das mal. Ja. So ein kleiner Turm, so mitten in der Stadt. Müssen wir außen am Blitzleiter hoch. Ja, Blitzableiter, okay. Ach, guck mal hier, das ist schön. AD 08. Ja, was immer das heißt. 21. Ja, 21 wird nicht das 21. 1908 wahrscheinlich, oder? Ja. Ja, guck mal. Ganz nett. Na ja, gut. So, tschüss, Turm. Unser Navigator hat einen schönen kleinen Weg durch einen super toller Weg hier durch den Wald. Da haben wir gedacht, den muss ich euch unbedingt zeigen. Wirklich schön. Ganz weicher Boden. Die Luft ist so klar. Echt schön, muss ich sagen. Was haben wir da denn? Was sagst du? Ein Schild. Mitten im Wald gibt es ein Schild hier. Mal, mal gucken, was da drauf ist. Oh! Guck mal, eine Treppenanlage gibt es hier. Na, lass mal halt gucken. Ach so, das ist einfach nur eine Treppe, die hier runter geht. Okay, ah, ja gut. Da wollen wir aber nicht hin. So, ich bin jetzt erstmal wieder weg. Bis später. Keine Ahnung, warte mal. So, ich muss auch meinen Stein setzen. Dein Stein, okay. Blick in den Wald, eine geheimnisvolle Welt im Dunkeln. Guck mal, hier haben sie irgendwelche Türmchen aufgebaut. Ja, Achim will auch. Oder reparier den mal. Reparieren. Ja, ganz nett, ne? Hallo, ich muss dann aber auch noch. Warte, ich muss auch was stapeln. So, ich lege mal weg. Bis später. Meinst du, findest du? Hallo, nach kleiner Maus. Ja. Super. Wir haben auch leider keine Mori. Ja, komm, komm her. Ich hab nichts mehr, Großer. Ich hab nichts zu essen hier. Komm hier. Steig auf hier. Ja. Wahrscheinlich voll mit Zecken, ne? Ja, ich habe gerade so ein Ding in die Fresse gehabt. Was? Eine Mücke oder sowas. Ja. Tschüss. Ja. Aber ich mache ja auch ein paar kleine Videos auch noch. So. Ja, so. Das sind die Blücherfelsen, nicht Bücher. Keine Ahnung, weiß ich nicht, warum die Blücher heißen. Wahrscheinlich der Entdecker hieß er oder so. Weiß ich auch nicht. Ja. Okay. Ja. Ach Gott. Ein kleiner Felsen halt auch, ne? Ja.
Wie das so mit Felsen ist, ich muss immer auf die Spitze. Ja, dann rauf. War da was, oder? Ne, da ist nichts, geht auch nicht weiter. Na, da mach ich mich jetzt hier zu drecken. Guck mal, da haben sie... Doch, hier geht's hoch. Haben sie was reingemeißelt da hinten. Ja. Ja, ich kletter jetzt auch mal da hoch. So. Ich hab natürlich wieder ein Video an. Aber ich bin es ja gewohnt, mit Kamera zu klettern. So, eine Rundumsicht. Naja, geht das. Ist so ein bisschen wie die Dörrender Klippen, ne? Die hier 2 Kilometer entfernt sind. In klein halt. So, bis später, ich bin wieder weg. Jetzt nochmal richtig ab hier. Wir müssen klettern, wir müssen klettern. An der Seilschaft. Naja, hier ist die Osnabrücker Wand. Ach, dann fall da nicht noch runter. Ah, den sehen wir gleich von unten. Ich glaube, ich werde mich von unten gleich nochmal melden. Aber jetzt müssen wir erstmal hier runter. Bis später. So, wir haben es geschafft. Wir sind lebend unten angekommen. Achim hat seine Handschuhe angehabt. Ich habe doch wieder recht gehabt. Ja, ist ja alles okay. Super. So, und da klettern wir jetzt wieder hoch. Ja, genau. Wer fängt an? Ja, ganz nett hier. So, bis später. Der Achim hat wieder einen Weg gefunden hier. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Alter, guck mal hier. Eine Schnecke. Ja, Kinder, guckt euch an. Hier müssen wir hoch. Bis ganz oben hin. Ja, so. So, bis später. Wir haben was gefunden hier. Eine Speerspitze. Sag mal. Was ist das denn? Metall? Ja, ist Metall hier. Aber auch schon uralt. Ja, ist schon älter. Ist uralt. Also die Frage, was ist, ne? Keine Ahnung, der Löffel. Da ist ein Löffel, ja. Der, du meinst den Löffel? Nein, ich meine nicht den Löffel. Hier haben welche gebuddelt, gesucht. Ja, hier waren wahrscheinlich Schatzo. Und das haben sie wahrscheinlich ausgebuddelt und dann ist nichts gewesen. Mit Sicherheit. Tja. Die waren richtig heiß dahinterher. So, hier. Ich muss hier weiter hoch. Achim quält mich heute. Bis dann. Wir sind fast oben. Kurze Verschnaufpause. Ach, gut. Ach, ein paar Meter sind es noch bis oben. Bin ja mal gespannt, wie das auf der Schneekoppe wird. Bitte. Da geht's nur so hoch. Ja, geht's die ganze Zeit. Ja, muss er halt. 4 Kilometer. Ja. Coole Sache. Da musst du 40 Mal pausieren. Ja, das kriegen wir schon irgendwie aber hin. Aber du musst dir die Kräfte musst dir einteilen. Ja. Ja. Nur auf alle Reihen hin. Hab mich da oben gefühlt. Gut. Mir gedacht, den blöden scheiß Regenschirm, den will ich eigentlich nicht mehr mit rumschleppen. Den kann Achim hinten. Heute Morgen habe ich dir gesagt, wir regnet. Ja, das hallo. Ich bin der ungläubige Thomas, ich glaube das halt nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Weil du kein Wetterfrosch bist. Du bist ein Navigator. Ja. Ach Gottchen. Richtig schön hier. Guckt euch das an. Super Sache. Mitten im Wald, alles ruhig. Keiner nervt uns. Ja, so wollen wir es haben. So, und wieder weg bis später. Halt, Scheiße, habt ihr das gesehen? Beinahe hätten wir gehabt. Beinahe. Tja, das ist hier der Münster, wie heißt der? Münsterblick? Ausblick? Münsteraner Blick. Münsteraner Blick hier. Ja.
Sieht ganz nett aus. Tja. Wir haben jetzt gut drei Viertel der Tour haben wir hinter uns. Haben wir natürlich wieder ein bisschen verlängert. Hier ist noch irgendwie. Ach so, guck mal, da haben sie die Himmelsrichtungen drauf gemacht. Das sind Salinen der Bad Rothenfelde durchsetzt mit Schiedorn. Ne, Schiedorn. Von den Kleebergen in Brochterbeck. Der Heimatverein. Na super, okay. Ja, naja, dann geht's weiter. Bis dann. Machst du eigentlich immer Serien? Auch, ne? Du, ne? Aachen macht neuerdings immer gerne Serienfotos. Doch, die macht er halt gerne. Was war's hier? Kalksand, Gedöns, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hübsch anzusehen. Ja, sehr schön. So, und bis später. Könnt ihr das hören? Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Ey, das müssen abertausende Bienen und Hummeln sein. Hier kann man spielen. Ja, komm, Achim. Zeig, was du kannst. Hm, die kleine Waldmusik. Nee, weiß nicht. Au, 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 au. Geht sogar. Warte mal. Da geht aber nur noch jede zehnte Taste. Oh, da geht ja gar nicht mehr. Was denn? Was denn? Wie ich vor mich hinklimper hier. Verstimmt ist es auch noch. Naja, gut. Okay, wir haben die Waldmusik gemacht. Und weiter. Ich würde sagen, gehen wir rein. Taschenlampe raus. Toll. Die ist ja richtig hell, die Taschenlampe. Da hast du ja eine. Mann, ist die Taschenlampe hell, ne? Die blendet euch jetzt förmlich. Ja, hier war ich schon mal, guck mal. Was ist denn hier? Die fette Tür war hier schon. Hallo. Ja, kannst du schön sehen, wie sie das, den Stein rausgeschlagen haben hier, ne? Tja. Aber das Grab ist leer. Da liegt ein Knochen. Seht ihr? Da liegt ein Knochen. Hier muss man buddeln. Hier könnt ihr hinkommen und hier könnt ihr buddeln. Hier kannst du nicht buddeln. Das ist bestimmt. Ist das eine Erde oder ist das? Doch, Erde. Ist Erde, ja. Oder liegt drauf, wer weiß, ja. Na gut. Aber er ist trotzdem ein paar Tage alt. Ja, das, ich mal sagen. Das denke ich auch. Ja. Wollen wir hochhauen? Ne, weiß ich nicht. Ja, können wir machen. So, und wieder weg. Tschüss. So, wir sind fertig. Haben natürlich das Fazit vergessen. Ja, ich habe eine Menge Videos aufgenommen, werde die auch zusammenstellen, bei YouTube hochladen. Aber das werdet ihr dann ja schon sehen. So, Fazit von heute. Ich muss sagen, eine sehr tolle Tour. Kann ich nur empfehlen. Sehr interessante Highlights halt auch gewesen. Und ich war begeistert, muss ich sagen. Achim? Ja, mir hat die Tour auch gefallen. Es war viel zu fotografieren, viel zu sehen und das Wetter hat sich zum Guten gebessert und das war es eigentlich. Ne? Das stimmt. Sehr schönes Wetter. Ist noch sehr schön geworden. Ja, zwischendurch sehr warm. Wie gesagt, ich würd's auf jeden Fall nochmal laufen. Also, ja. Gut, das war's dann. Bis zum nächsten Video.